Tabellenposition ist jetzt dementsprechend geworden und nächstes Jahr sollten sie dann halt auch das eine oder andere Spiel dominieren und dann kann man auch darüber nachdenken, da spezielle Vorgaben zu entwickeln. Alles klar. Felix, dann danke ich dir schon mal für die kurzweilige erste Halbzeit und wir werden in der zweiten Halbzeit dann nochmal das ein oder andere über deinen Verein hier mit besprechen und sehen uns da wieder. Das war der Anpfiff zur zweiten Hälfte hier beim D-Jugendspiel zwischen der D-Jugend von Post Telekom Schwerin, zweite Mannschaft, gegen den TSV Bützow. Und auch hier sehen wir dieses Phänomen, dass der Torhüter beim TSV Bützow gewechselt ist. Felix, ist das normal, dass das in dem Altersbereich noch die Spieler keine feste Position haben? Ja, das ohnehin. Manche Vereine machen das oder Trainer machen das so, dass sie einen Spieler immer abwechselnd ins Tor stellen. Manche legen das vorher fest und fragen im Training, wer würde gerne ins Tor gehen. Und der ist dann auch fester Torwart. Manche machen einen festen Torwart und haben einen Spieler und einen Torwart, der so ein bisschen beides macht. So. Es ist unterschiedlich, kann man unterschiedlich auslegen, wie man es mit dem Torwart macht. Ich mache es gerne von Anfang an, damit er die Grundlagen von Anfang an drauf hat. Aber das kann man, wie gesagt, machen, wie man will. Und zu den anderen Positionen, da sollte man sich nicht festlegen, das ist ganz klar, weil man nie weiß, was aus den Kindern hinterher wird. Und jedes Kind sollte so bis zur C- oder B-Jugend auf jeder Position eigentlich spielen können, auf jeder Position Erfahrung haben und damit er weiß, was er auf welcher Position zu tun hat. Gerade im E-Jugendbereich oder so, wo die Kader noch nicht so groß sind und man nicht so viele Spieler hat. Und wenn man zwei krank hat oder so, dann kann es sein, dass ein Spieler auf einmal auf eine Position spielt, wo er vielleicht noch nicht vorher stand. Dann muss er wissen, was er zu tun hat und kann seine Aufgaben kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Spieler überall spielen können. Eine weitere Besonderheit ist das, was mir auffällt. Ich glaube, du wirst mir keinen Grund dafür nennen können, warum das so ist. Aber hier pfeifen immer noch die eigenen Trainer bzw. Mitglieder des Vereins. Siehst du da drin einen Vor- oder Nachteil für die Mannschaften? Ach, wenn man pfeift, dann ist man neutral, denke ich. Und das ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. Alle geben sich Mühe, die pfeifen und machen das auf beiden Seiten gleich. Sicherlich gibt es Fehler beim Pfeifen, keiner ist fehlerlos und jeder macht mal eine schlechte Entscheidung. Aber das verteilt man auf beiden Seiten gleich und dann ist es ausgeglichen und dann ist es auch weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Aber ich glaube, das ist ein gutes Mittel für die Trainer ja auch, die sonst sich immer auf der Bank über diverse Entscheidungen ja aufregen, das hier einfach mal auch besser machen zu können, oder? Das ist richtig, aber das ist auch wenig belernt im Endeffekt. Man meckert trotzdem über die Schiedsrichter, es bleibt nicht aus. Ich nehme auch immer vor, nichts über Schiedsrichterpaare zu sagen, aber gerade gestern habe ich mich wieder aufgeregt. Beim Oberligaspiel C-Jugend, als ich auf der Bank saß und habe mich gewundert, dass ich keine gelbe Karte bekomme im Endeffekt. Aber ja, man pfeift selber und man weiß, dass es nicht so einfach ist, aber trotzdem bleibt es nicht aus, wenn man sich aufregt, weil es einfach in der Situation ist, weil man in Emotionen ist und dann ist man auch leichter angreifbar bzw. fühlt sich leichter angegriffen. Ich glaube, da kann ich auch ein Lied von singen, was Situation mit Schiedsrichtern anbelangt. Also ich schaffe es immer regelmäßig, meine gelbe Karte abzuholen, weil man, du hast ja recht, man ist da drin und man versucht das trotzdem irgendwo rauszuhalten. Man muss ja auch ein gewisses Vorbild für die Mannschaft haben und ich glaube, für dich ist es ja noch wichtiger, im Jugendbereich Vorbild zu sein, als für mich jetzt im Erwachsenenbereich. Wie sehr bist du Vorbild für die Jungs? Nehmen die das wahr? Oder wie stellst du dir das vor? Sagen die in 20 Jahren mal, ja, das habe ich von Herrn Eckert gelernt? Also ich weiß nicht mehr, wer mich da in der F-Jugend trainiert hat. Ich kann mich an die gute Frau gar nicht mehr erinnern. Das kenne ich bloß aus Geschichten von Mutti. Das ist immer abhängig davon, wie lange man, über welchen Zeitraum man mit den Kindern arbeitet. Wenn das über mehrere Jahre ist, dann ist ganz klar, dass es haften bleibt. Wenn das jetzt bloß ein Jahr ist, dann ist es mitunter so, dass die Kinder sich da, oder wenn man erwachsen ist, dass man sich da nicht mehr dran erinnern kann. Vorbild ist man in jedem Fall, egal in welchem Alter das Kind ist. Ein Erwachsener ist immer ein Vorbild für das Kind. Dem sollte man sich auch bewusst sein und sich dementsprechend gerade auch gegenüber den Schiedsrichtern zu verhalten. Schiedsrichter meckern gibt es von mir gar nicht, wer sowas meint, auf der Platte tun zu müssen, egal welchen Leistungsstand der hat, der ist dann ganz schnell unten auf der Bank und kann sich den Rest des Spiels von außen angucken. Und wieder sehen wir eine frühe Auszeit nach 4 Minuten von der TSV Bützow. Trainer scheint auch hier wieder nicht mit dem Start in die zweite Halbzeit zufrieden zu sein. Woran liegt das, dass man hatte jetzt gerade 10 Minuten Zeit, über Dinge zu sprechen, was man verändern kann. Warum nimmt man jetzt so früh wieder die Auszeit? Also ich fand, sie sind im ersten Angriff bei Schwerin, haben sie eine ganz andere Körpersprache gehabt als am Ende der ersten Hälfte.
Ich denke schon, dass die Ansprache da gefruchtet ist von der Motivation her. Aber dann sind sie jetzt einfach wieder überlaufen worden und konnten da nicht gegenhalten. Und jetzt hängen die Köpfe natürlich, zumal das ja auch nicht das erste Spiel ist, wo es jetzt so läuft. Und dann ist es auch schwierig, die Motivation hochzuhalten. Da muss man versuchen, dann als Trainer irgendwie kleine Ziele zu stecken. Zum Beispiel, wenn wir heute 9 Tore werfen oder sowas oder 10 Tore, sodass die Jungs auch ein Ziel vor Augen haben und dran arbeiten können. Jetzt wirken sie leicht kopflos und ratlos und haben irgendwie kein Ziel. Und dallern hier jetzt, sage ich mal, dallern tun sie nicht. Sie sind ja demotiviert, aber sie eiern jetzt hier den Rest des Spiels rum und versuchen das irgendwie über die Bühne zu kriegen. Felix, lass uns doch einfach mal die Region hier des Handballs beleuchten. Seit 2-3 Jahren gibt es, ich will es jetzt nicht sagen, Konkurrenten für euch, aber weil Konkurrenz bildet ja auch Geschäft, aber mit der SG Bansko Lezen, einem Verein, die jetzt auch Jugendarbeit aufbauen. Wie vorteilhaft ist das für euch? Weil vorher gab es ja nicht wirklich was hier in der Region. Welchen Nutzen habt ihr davon und welche Gefahren siehst du für den Post-Telekom-Sperrin dabei? Weder das eine noch das andere. Wir haben keinen Nutzen von der Arbeit von Bansko Lezen, weil Bansko Lezen das für sich selber macht. Wir machen da sehr, sehr gute Arbeit im E- und D-Jugendbereich und ernten jetzt auch langsam die Lorbeeren. Sind Erste in der D-Jugend, sind, glaube ich, oder? Nee, Lages Erster. Sind sie Zweiter in der D-Jugend und Erster in der E-Jugend, dominieren da so ziemlich die Spielunion. Machen gute ausbildungsorientierte Arbeit, bilden die Kinder gut koordinativ aus, was im Endeffekt da jetzt bei rauskommt, wie lange das, wie hoch das geht und wie lange sie da auf dieser Erfolgswelle schwimmen, muss man sehen. Im unteren Bereich werden sie das, denke ich, über lange Zeit aufrechthalten können, weil sie auch mit viel Herz und mit viel Emotionen dabei sind. Das, die Eltern auch sehr gut mit einspannen, haben die Kooperation zum Sportgymnasium geschaffen, was für sie ein guter Vorteil ist. Und ja, jetzt wird man einfach sehen, was die Zukunft bringt, ob sie das von der Trainerkompetenz und auch Traineranzahl her abfangen können, wenn sie nachher in die C- und B-Jugend hochgehen, ob sie das organisiert kriegen. Auch von der Hallenfrage ist es ein Problem und auch von den Kosten her natürlich im Endeffekt. Da muss man auch Sponsoren finden und so weiter. Ansonsten haben ja, mit uns hat die Bansko Lezen eigentlich nicht viel zu tun. Es ist bei uns in der Nähe, aber das ist dann auch schon alles. Ist es denn realistisch, weil du das gerade gesagt hast, Traineranzahl, Hallenanzahl und so weiter, ist natürlich in Schwerin schon anders als dort in Lezen. Ist es für euch realistisch, denn später das Auffangbecken, Anführungsstrichen, eine Kooperation mit denen einzugehen, um das eben halt zu lösen? Ja, da muss man sich gemeinsam an den Tisch setzen und darüber sprechen. Da kann man sich ja jeder eine eigene Meinung zu. Das ist sicherlich möglich, dann eine Kooperation zu machen, aber muss man immer fragen, in welchem Umfang und was es genau beinhaltet. Und muss man sich einfach mal zusammen an den Tisch setzen. Das wird es jetzt auch, denke ich, in nächster Zeit geben. Und dann muss man das aussprechen, welche Ziele man hat, ob man zusammenarbeiten will. Gegeneinander sollte man nicht arbeiten, weil man sollte sich gegenseitig respektieren, die Arbeit des anderen, weil beide gute Arbeit machen. Und dann kann da auch was bei rauskommen. Jetzt sehen wir hier das Tor Nummer 7 vom TSV Bützow. Also sag mal, wenn du jetzt der Trainer gewesen wärst und Bützow und du gesagt hättest 9 Tore, dann sind sie dem Ziel schon sehr nahe gekommen. Haben noch circa 13 Minuten dafür Zeit, 2 weitere Tore zu erzielen. Ich habe es ja schon häufiger erwähnt, du kennst die Seite TSV Bützow auch. Wie schwierig gestaltet sich dort die Jugendarbeit? Ja, also es ist schwierig, schon alleine die Existenz einer Mannschaft über lange Zeit gewährleisten zu können. Das sieht man ja auch wieder, ist jetzt die Jugendmannschaft, da sind aber 3-4 Spieler noch E-Jugendalter, weil sie einfach hoch mussten, weil sonst diese Existenz der Mannschaft nicht gewährleistet wäre, weil Spieler, die jetzt hier mitspielen, sonst keine Mannschaft gehabt hätten. So, und das ist natürlich auch demotivierend, dann manchmal für so ein Kind dann im Oberrang spielen zu müssen und immer wieder zu verlieren, beziehungsweise sich nicht durchsetzen zu können. Das macht dann auch nicht viel Spaß. Ansonsten von der Trainingskapazität her weiß ich, dass es in Bützow recht ordentlich ist. Also da wird im D-Jugendbereich 2 bis 3 Mal trainiert, im C-Jugendbereich auch. Was halt der große Unterschied ist, ist die Anzahl der Kinder. Arbeitet man dann oft mit 8 oder 9 Kindern bloß. Wenn da einer krank ist oder so, dann sieht es schon schlecht aus für das Spiel am Wochenende. Und dann muss man auch manchmal auch absagen dann. Und ansonsten ist es natürlich auch schwierig im Training immer mit so wenig Kindern zu arbeiten. Manche können auch vielleicht schulisch nicht oder so. Und es ist nicht immer einfach. Da kann man nie Handball spielen im Training und genau auf die Kinder einwirken, muss man sich was anfallen lassen. Das Arbeiten ist ein bisschen schwieriger dann auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, der Männerhandball in Bützow hat ja auch so eine kleine Auferstehung erlebt. Ihr habt da mittlerweile auch zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft spielt ja in der MV-Liga, war letztes Jahr relativ erfolgreich, dieses Jahr mit einigen Startschwierigkeiten. Sind das eigene Nachwuchskräfte, die dort dann eben halt den Handball weiterspielen, oder sind das Leute, die dann von irgendwo teuer eingekauft wurden? Bützow war lange Zeit Handball-Hochburg, waren einige Handballgrößen tätig, wie Wolfgang Koch oder auch Strauß, Herr Pabusch, Hans-Ulrich Pabusch. Es gibt einige Menschen, die da gute Arbeit geleistet haben, und dann kamen auch einige Talente oben an natürlich und spielen jetzt auch höherklassig. Wenn man zum Beispiel Jens Detloff sieht, der ist auch aus Bützow, spielt jetzt zweite Bundesliga bei Empor. Jan Detloff spielt in der dritten Liga bei Löls. Ja, und ansonsten das, was jetzt übrig geblieben ist in Bützow in der Männermannschaft, das sind ein paar Eingewächse, aber auch viele Studenten aus Rostock vor allem, die da zusammengekommen sind und eine gute harmonische Mannschaft bilden. Ja, mittlerweile ist auch das 30. Tor auf Seiten der Schweriner gefallen und hier jetzt das 8. Tor und noch knapp 11 Minuten sind auf der Uhr. Ja, Felix, lass uns doch nochmal auf die erste Männermannschaft gucken. Ich glaube, du siehst sie fast täglich hier in der Halle, das ist ja auch hier die Trainingshalle von den Männern. Wie siehst du die Entwicklung der Mannschaft? Du bist jetzt seit August hier, hast den Anfang, glaube ich, der Saison miterlebt, der ja noch nicht so gut war. Wie siehst du die Entwicklung und die Zielstellung für die Zukunft der Mannschaft? Die Zielstellung ist ja klar gegeben, das ist die Qualifikation für die eingleisige Bundesliga. Das ist vom Potenzial her auch mehr als machbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie genau stehen, aber die erste 7, die kann sich sehr gut sehen lassen, ist konkurrenzfähig mit